Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier in der Demokratischen Volksrepublik Wallonien. Wir haben das letzte Mal sehr viel gearbeitet am Thema Warentransport und vor allem die neuen Konstruktionsbüros etabliert. Jetzt sollten wir uns mal wieder dem Kerngeschäft widmen, nämlich unseren Städten und vor allem der Produktion in unseren Städten. Wir sind dort ja umgestiegen auf die Eigenproduktion und das sollten wir auf jeden Fall mal überprüfen, ob das so läuft. Außerdem habe ich einiges noch an Bauprojekten in Planung, wie man einige, viele Dinge noch verbessern kann. Also, wir haben viel zu tun, packen wir es an. Das erste ist dieser Zug hier, den wir uns vornehmen müssen. Dieser Zug, der Öltreibstoff Bitumen fährt. Und hier hat sich tatsächlich eine wunderbare sozialistische Kreislaufwirtschaft etabliert. Ich frage mich, wer davon profitiert. Und zwar folgendes: Wir kaufen hier an der Grenzstation Öl. Zumindest jedes zweite Mal bringen wir es nach Neueswerda, ohne es dort auszuladen, fahren mit dem gleichen Öl zurück und verkaufen es günstiger. Und dann kaufen wir neues Öl, wieder teuer ein. Das passiert genau jetzt. Ihr seht es, Öl wird hier verkauft und danach neu gekauft. Also, ja, dieser Schweinezyklus muss jetzt unterbrochen werden. Ja, das machen wir aber folgendermaßen. Ich habe das Gefühl tendenziell, dass wir ein bisschen zu viel Öl haben. Das sieht zwar jetzt nicht so aus, aber gleich werden zwei Ölzüge hier ankommen. Und ich habe beobachtet, dass hier einer tatsächlich länger warten muss, ehe dann hier das Öl auch wieder verbraucht ist. Deswegen nehmen wir Folgendes. Wenn der Zug hier mit den Bitumen kommt, dann werden wir in diesem Zyklus, in dem Zyklus davor, genau, also, wenn wir mit dem Treibstoff kommen, machen wir es mal so. Da werde ich jetzt nicht mehr beladen. Sondern, genau, da werden wir nur am Zollhaus den Treibstoff entladen. Genau, dann zurückfahren, unsere Bitumen nehmen, die entladen und dann werden wir einmal Öl mitnehmen. Das wird dann hier wieder entladen und dann mit Treibstoff neu beladen. So. So ist es richtig, so soll es laufen und damit hat das Ganze jetzt ein Ende. Dieser Schlendrian, und das hat uns ganz schön Geld gekostet, Leute. Wahnsinn. So, hier kommt zumindest mal ein schöner, voller Zug, voller Ziegel. Das ist auch erfreulich. Hier will ich noch eine ganz kleine Anpassung machen. Und zwar will ich hier bei der Ölladestation, in Neueswerda will ich hier auch warten bis Entladen machen. Genau. Okay. Soweit, so gut. Dann haben wir erstmal das geklärt. Das hat wirklich viel Geld gekostet, glaube ich. Gott sei Dank noch entdeckt. Das nächste ist das Thema, ja, wie läuft es mit der Produktion? Also, das haben wir eben schon gesehen. Da finde ich, das läuft in Ordnung. Hier wird gleich sehr viel Öl kommen. Das ist fast voll. Bitumen ist jetzt ein, zwei Mal nicht abtransportiert worden. Okay, Treibstoff sieht super aus. Also, das funktioniert hier alles. Kohle ist auch, denke ich, kein Problem. 800 Tonnen. Der Zug kommt regelmäßig, wird beladen. Da könnte man sich fast überlegen, ob man den Zug sogar noch voller macht, weil das läuft ja, oder länger macht. Das brummt ja im Moment, das Geschäft. Also das läuft. Was allerdings nicht läuft, was tatsächlich ein Problem ist, ist das Thema Nahrungsproduktion. Da haben wir tendenziell etwas zu wenig Pflanzen. Muss man definitiv mal so sagen. Hier sind zwar gerade Pflanzen angekommen, die werden jetzt fleißig von den Gabelstaplern verteilt. Aber ich habe wirklich das dramatische Gefühl, wir brauchen mehr Felder, mehr Pflanzenproduktion. Hier, glaube ich, im Warenhaus gibt es jetzt, es gibt noch keinen Essensmangel, aber ich habe es teilweise schon mal gesehen. Kommt natürlich auch, weil aus Ölsnitz jetzt viel abgezogen wurde. So, dennoch werde ich versuchen, hier neue Felder anzulegen, aber vorher werden wir hier auch neue Gerätschaft kaufen. Und ich habe gesehen, es gibt im kapitalistischen Ausland einen Mähdrescher, der leider dem unseren sehr überlegen ist. Und den werde ich jetzt einmal mal kaufen mit Dollar. Machen wir das mal. Alles andere wird jetzt hier natürlich wieder klassisch gekauft. Und zwar, ja, warum nicht auch hier die großen Dinger nehmen? Auch hier 10 Tonnen Pflanzen ist einfach besser als 7,2 oder so, ne? Das finde ich ein bisschen schade, ne? Also für die meisten Aufgaben ist dann einfach immer klar, was einfach das beste Ding ist. Und das hier ist einfach das Beste. Also nehmen wir das auch nochmal mit zu und dann brauchen wir allerdings auch nochmal einen Traktor, würde ich sagen. Wobei die Aussaat, warte mal, das war glaube ich jetzt ein Fehler. Die Aussaat ist gar nicht so ein großes Thema. Aber wenn ich jetzt einen Mähdrescher
ohne geschlossenen Wagen nehme, funktioniert es ja auch nicht so richtig. Ich glaube, mit dem Traktor, das war blöd. Vielleicht ist es praktischer, noch einen geschlossenen Wagen zu nehmen, damit es schneller abtransportiert werden kann. Wisst ihr was, den Traktor, den werde ich direkt mal wieder verkaufen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Aussaat hier das Problem ist. Wir kaufen noch so ein Ding. Und dann beobachten wir ganz kurz mal, wie dieser neumoderne Mähdrescher hier arbeitet. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir ein Gefährt aus dem kapitalistischen Ausland kaufen. Ich meinte, das geht bestimmt gleich kaputt. Der fährt jetzt erstmal an seinen Ausgangspunkt. Und dann soll er angeblich schneller arbeiten. Ob das stimmen wird? Beobachten wir ihn mal. Haben wir gerade einen der unsrigen bei der Arbeit? Ja, hier. Ja. Kann schon sein, dass es ein Hauch schneller ist. Na gut, ich hoffe, dass bei uns die Technologie dann auch bald Einzug hält oder wir da mithalten können. Hoffen wir das Beste. Gut, so, was ich aber jetzt eigentlich machen wollte, ich wollte neue Felder anlegen und dafür werde ich, und ob ihr es glaubt oder nicht, es funktioniert, dafür werde ich hier hinten einen Weg durchziehen. Als hätte ich es geplant, dass ich hier nochmal irgendwas bauen will. Na, es funktioniert. Glaubt es mir, es funktioniert. So, bevor aber der dort hinten ankommt, muss noch was anderes geschehen, nämlich ich will dann von hier auch noch einen ranlegen. Und zwar, der soll da durchgehen. Bis zum Ende. Ich hätte zwischen den Feldern sowieso mehr Platz lassen sollen. Das ist auch so eine Leere. Oh, wieso kann ich das so weit ziehen? Kann man jetzt eigentlich von hier oben? Nee, aber man könnte von hier abgehen. Aha, das geht. Machen wir mal das hier. Bin mir nicht sicher, wie weit wir gehen, aber wir werden jetzt mal die Wege dort dazu bauen. Und das sieht allerdings ein bisschen doof aus. Das nehmen wir nochmal wieder runter. Dann sieht es natürlich auch wieder doof aus. Dann machen wir ihn eben rund, einfach weil es schöner ist. Die Kurve geht nicht. Großartig, wie ich es liebe. Geht die Kurve, die geht auch nicht zu scharf. Okay, Leute. Straßen bauen solchen Spielen. Mal gucken. So, jetzt können wir aber den Weg hier durchziehen. Das passt einmal frei, hervorragend. Ja, jetzt ist bloß diese Knubbel hier, das ist Gestein und das verhindert, dass wir dort ein schönes, großes Feld etablieren können. Deswegen müssen wir jetzt versuchen, so optimal wie möglich kleine Felder zu setzen. Und das will ich jetzt mal probieren. Also ich glaube, wir können hier problemlos eins hinsetzen. Problemlos sage ich. Ja, es geht. Das kommt dahin. So, hier geht's nicht, wegen des Geländes. Wir können, glaube ich, aber entweder hier noch... wir können hier noch ein zwischenklemmen. Die Frage ist, könnte man hier vorne noch eins hinpassen? Nee, das Gelände verhindert das. Man könnte aber eins so setzen, das würde auch gehen. Vielleicht dann so. Tja, was ist besser? Ja, vielleicht passt da oben dann noch ein größeres hin. Das wäre vielleicht ganz gut. Das mal so. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein mittleres hinbekommen. Die sind ja wirklich groß schon, die mittleren. Nee, da können wir auch noch mit kleinen arbeiten. Also hier ist klein, klein angesagt. Hier... Oh Gott, es ist jetzt hier ein echtes Gefriemel. Gut, dann machen wir mal eins schräg. Wobei, das wäre gut, wenn das jetzt erstmal das definiert, was wir hier tun können. Und jetzt... Ja, Leute, es geht gerade so. Okay, es ist okay, denke ich. Ja, und den setzen wir dann hier mit dran. Alles ein bisschen bunt. So, und dann können wir hier, glaube ich, auch noch einen hinzirkeln. Das ist aber auch noch nicht alles, Leute. Ich glaube, wir müssen hier wirklich deutlich mehr machen in dem Bereich. So, wo hatten wir das jetzt? Hier, mittleres Feld wird dort auch nicht gehen.
Aber ein kleines Feld geht doch bestimmt hier noch. Ja, das geht auch. So, das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht unnötig weit nach hinten setzen. Machen wir das mal so. Aber vielleicht werden wir später noch einen Weg da durchziehen. Deswegen setze ich es ein bisschen höher. Man weiß ja nie. Gut. Insofern, jetzt wiederum frage ich mich, ob das mit den Treckern jetzt wirklich eine gute Idee war, den wieder zu verkaufen. Oder ob wir jetzt nicht wiederum in dieser Konstellation doch mehr Trecker brauchen. Naja, wir lassen es mal so und beobachten das, wie gut oder schlecht das läuft. So, aber das ist mir immer noch nicht genug. Ich gehe jetzt richtig in die Vollen. Und zwar hier werde ich noch ein Feld hinbauen und hier auf dieser Seite. Es hat auch einen Grund, weil ich nämlich dieses hier wegnehmen will. Aus bestimmten Gründen, dass diesen Bauplatz benötige ich für andere Projekte. Deshalb verlegen wir das gewissermaßen. Ist ein bisschen schade, dass dort gerade das ganze Ernte bereit ist. Im Moment die Ernte aber nicht losgeht, aber so ist es nun mal. So, das müssen wir ein bisschen zurückgesetzt machen. Geht nicht anders. Und hier, ich meine, hier könnten wir auch mal ein Megafeld hinsetzen. Platz wäre hier. Die Frage ist, ob das überhaupt bearbeitet werden kann durch unsere Leute. Aber es ist irgendwie cool, wenn wir auch mal ein großes Feld haben. Deswegen machen wir das. Nur deswegen. So. Das hier hinten muss jetzt noch angeschlossen werden. Dann sind wir soweit durch. Hier sehe ich noch eine blöde Ecke. Die kriegen wir doch noch schöner hin. Ja, wenn die Kurven nicht zu scharf wären, geht das bestimmt. Jetzt geht es bestimmt. Jetzt geht es auch hervorragend. Okay, gut, prima. Dann haben wir jetzt hier deutlich uns erweitert, was meines Erachtens auch nötig ist. Und jetzt, es tut mir ein bisschen in der Seele weh, aber ich will jetzt nicht so lange warten, bis jetzt hier abgeerntet ist, oder? Ja, da kommen nämlich jetzt mehrere Projekte eigentlich hin in diesem Bereich. Diverse Sachen, die ich jetzt bauen will. Komm, es ist bitter, aber manchmal muss es sein. Wir werden das Feld zerstören. Wir werden das Feld zerstören und wir werden diese Straße hier zerstören. So, was will ich jetzt hinbauen? Ich will jetzt gerne erst einmal in Neuerswerda auch eines dieser neuen Konstruktionsbüros bauen. Und zwar, das hat jetzt keine Eile, die werde ich deshalb quasi selbst bauen lassen, also nicht automatisch kaufen. Und wenn da die gebaut sind, dann können wir nämlich die anderen kleineren Konstruktionsbüros abreißen. Das ist das Erste, was wir jetzt machen. Das heißt hier Bauwirtschaft, ah nee, das ist ja eine Mod, ganz vergessen. So, die Mod, Konstruktionsbüro. Okay, jetzt ganz wichtig, nicht Auto bauen. Und die setzen wir hier so weit wie möglich ran an die Feuerwehr. Mal gucken, wie weit wir das hinkriegen. Ja, so müsste es gehen. Okay, flachen wir das Geländer ab. Passt. Können sogar noch ein bisschen weiter gehen, sehe ich gerade. Gut, dann setzen wir das jetzt hier hin. Allerdings, um das wirklich selber zu bauen, fällt mir gerade ein, benötigen wir Stahl. Das ist ein bisschen blöd, weil der Ort, wo dieses Stahllager hinkommen soll, ist nämlich eigentlich ja ein jetziges Konstruktionsbüro. Das will ich zukünftig hier abreißen und hier das Stahllager hinbauen. Insofern kann es sein, dass wir das nicht... Oh, und vorgefertigte Platten haben wir ja auch nicht. Insofern geht das gar nicht, Leute. Geht gar nicht. Das müssen wir dann, lassen wir erstmal ein bisschen was rantransportieren. Und mir fällt auf, wir haben ja auch gar keinen Beton hier. Oder? Genau, wir haben ja auch noch gar keinen. Stimmt, das müssen wir hier auch noch bauen. Damit wir hier selber, wir brauchen hier noch ein eigenes Betonwerk. Oh ja, also hier ist ja noch einiges nötig. Gut, dann werden wir nur das Nötigste ranfahren. Asphalt und Kies und dann müssen wir es hier erstmal wieder automatisch bauen. Aber der Bau ist kein... Halt, ich muss erstmal Bau fortsetzen. Warum ist hier nicht automatisch zugeordnet worden? Was ist hier los? Was stimmt hier nicht? Es müsste doch eigentlich direkt losgehen, oder Leute? 3000 Meter Auto-Search. Ah, wisst ihr was? Ganz banaler Grund. Die Straße muss doch erst gebaut werden. Mensch.
nicht dran gedacht. Dann wird das geschehen. Das nächste, was wir hier bauen werden, ist ein Exportlager. Und zwar will ich jetzt Folgendes machen. Wir werden ein eigenes Lager aufbauen, wo wir Überschüsse von Produkten, die wir selber produzieren, also vor allem zum Beispiel Alkohol, das werden wir dorthin bringen. Und dann wissen wir, dass alles, was in diesem Lager ist, was wir jetzt hier bauen, das können wir quasi exportieren. Das lässt sich durch die Verteilerbüros, glaube ich, jetzt sehr gut managen. Und da brauchen wir aber so einen Zwischenschritt, weil ich gewissermaßen nicht hier direkt was rausholen will, weil das ja wiederum für den Konsum dann gedacht ist. Also ich denke, das ist, glaube ich, keine schlechte Lösung. Deswegen setzen wir das mal auch hier auf diese Fläche. Und dann brauchen wir hier allerdings noch ein eigenes Verteilerbüro auch noch dazu. Gut, also Lager erstmal, beziehungsweise Warenhaus. Theoretisch könnte man natürlich hier auch noch irgendwann vielleicht mit einem Zug weg. Wobei, was wirklich noch fehlt, sind gewissermaßen dieses Verteilerkonzept für Züge. Dann könnte man Züge viel, viel besser und systematischer anwenden. So, da hinten ist noch Strom dran. Das ist natürlich attraktiv, wenn wir das noch hinkriegen würden. Also vielleicht ziehen wir da hier nochmal eine Bahnstrecke runter. Denkbar ist es. Wobei, dann muss ich wieder aufpassen mit dem Verteilzentrum. Aber ist okay, denke ich. So, wir versuchen es mal so zu machen, dass das hinhaut mit dem Strom. Oh, wir hätten noch ein bisschen weiter hier hingehen können. So. Okay. Das und dann brauchen wir, ich würde sagen, wir bauen ein Medium-Verteilzentrum. Das ist dann für den gesamten internationalen, für den gesamten Export zuständig. Und hier allerdings haben wir keinen Strom. Wenn wir es auf die Seite tun, hätten wir Strom. Das ist ein überzeugender Grund, das so zu tun, oder? Ich glaube ja. Gut, Leute. Okay, dann wird jetzt hier erstmal, naja, so halb dran gebaut. Die Straßen werden gebaut und hier wird dann ein bisschen was hintransportiert. Ja, aber das heißt, ich muss wirklich jetzt mal im Hinterkopf behalten, dass wir auf jeden Fall, wenn die Produktion, die eigene Zementproduktion hier fertig ist, was ja auch bald der Fall sein wird, dann werde ich Zement hier nach Neuerswerda schaffen und dann machen wir hier noch ein eigenes Betonwerk, damit wir hier auch autark sind, was die Produktion betrifft. Gut, soweit. Das nächste, was wir uns hier nochmal anschauen sollten, ist, wie wir mit den Straßen hier weitermachen. Eigentlich ist da was nötig. Zum Beispiel müssten wir eigentlich diese gesamte Straße mal langsam asphaltieren, aber da sind natürlich jetzt diese Baumaßnahmen dran. Das ist insofern blöd. Jetzt überlege ich, muss hier was getan werden? Nein. Ich denke, hier vorne, das können wir auch so lassen. Ja, hier haben wir natürlich noch dieses hübsche Projekt, das eigentlich... Obwohl, nee, das hatten wir ja gemacht. Den Rest müsste man eigentlich auch asphaltieren. Jetzt ist die Frage, kann man das irgendwie umleiten? Das könnte man umleiten über diesen Weg hier. Würde das, glaube ich, sogar gehen. Ist für eine gewisse Zeit ein ziemlicher Umweg. Aber ich denke, das ist verkraftbar. Machen wir das mal. Also machen wir mal hier ein größeres Straßenbauprojekt noch. Indem wir hier eine kleine Umleitung legen, damit das mit angeschlossen ist. Und dann müsste das hier passen. Jetzt müssen wir bloß erstmal abwarten, bis hier keine Fahrzeuge mehr auf der Strecke sind. Das wird vermutlich eine Weile dauern, wie das der Fall ist. Oh ja, hier ist immer was los, Leute. Warum fährt denn der Mähdrescher da rein? Der fährt doch bestimmt gleich wieder raus, weil hier doch schon wieder zu ernten ist. Hm. Da fährt der hin. Okay, warte, jetzt können wir pausieren. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Gut, zumindest bis hier vorne. Also, Asphaltstraße bauen. Die Zuwege mache ich dann nachher mit Autobau. Das sollten wir, glaube ich... Ups, ja. Wenn wir das jetzt zubauen, ist es ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier durchfahren können. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich hoffe, dass sie jetzt zumindest diesen großen Umweg machen können. So,
Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Der fährt jetzt einfach noch darüber. Wie bitte? Wahrscheinlich, weil sie jetzt noch gerade das zum Ziel hatten. Ach so, das ist natürlich ein bisschen blöd. Die Tankstelle ist nicht erreichbar. Okay, dann müssen sie halt zur nächsten fahren. Also ist jetzt für eine gewisse Zeit, ist das ein Problem. Ich gebe es zu. Aber die kriegen das hin. Gut, gibt es noch weitere Straßenprojekte, die wir forcieren sollten? Erstmal fällt mir nichts Gravierendes auf, außer natürlich die Ausfahrtstraße. Das ist ein größeres Projekt. Beziehungsweise, was wir natürlich jetzt auch eigentlich bräuchten, ist hier eine schnellere Straße zur Grenze hin. Das ist eigentlich noch ein langfristiges Projekt, was angegangen werden müsste. Wir könnten vielleicht sowieso so eine Art Autobahn vielleicht entwickeln. Eine zweispurige Autobahn. Aber gibt es eigentlich so viel Grenzverkehr? Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Wir machen das anders. Wir bauen erstmal eine Seite aus und machen quasi hier so eine Art Umgehungsstraße. Indem wir hier mal rausgehen. Baustellenumgehung. Ja, die ziehen wir mal schon mal richtig lang. Weil wir das Stück für Stück sowieso jetzt machen werden. Können wir das auch gleich mal richtig machen. Ich werde es natürlich nicht komplett auf einmal bauen, aber wir haben es dann schon mal. Zumindest in Größenordnung. Das schlängelt sich hier ganz schön lang. Okay, so. Doch, so komme ich rauf. Das ist gut. Und dann können wir sogar direkt so in die Grenze reingehen, sehe ich gerade. Das ist ja auch putzig. Ja, das geht. Gut, und jetzt können wir uns überlegen, was wir jetzt hiervon erstmal starten. Wie lang diese Strecke erstmal sein soll. Ich würde mal sagen, wir machen es mal bis hier. Oh, ich sollte es nicht... Ich soll das immer pausieren. Dann machen wir es mal diesen Abschnitt und gucken mal, wie es funktioniert. Im Zweifel, achso, jetzt, damit das wirklich gut ist, müssen wir natürlich jetzt hier noch so eine Einbuchtung machen. Okay, das könnte funktionieren. So, jetzt wird hier schon erstes Zeug herangebracht. Hervorragend. Da warte ich jetzt noch, bis Asphalt und Kies ist und dann bauen wir das auch schon hoch. Und dann wiederum können wir das abreißen, können die Fahrzeuge hier hinbringen, vorher natürlich, und dann können wir dort ein Stahllager machen, um hier weiter autark zu sein. Gut. Ja, ich würde mal sagen, da haben wir erstmal hier wichtige Weichenstellungen geschafft. Ist hier auch schon was angeliefert worden? Nee. Hier ist Kies. Hier fehlt nicht mehr viel, Leute. Vielleicht können wir das direkt nochmal abwarten, bis hier die entsprechenden LKWs da sind. Es ist eigentlich nur ein bisschen Asphalt und Kies, den wir hier anliefern müssen. Den Rest können wir noch nicht. Das wird bestimmt gleich kommen. Aber erst kommt noch die Nacht. Tja, die überholen den Bagger nicht. Will der hier unten baggern? Oder wo will er hin? Schaut mal, die fahren hier auch lang. Was machen die denn von hier? Ach so, da machen die direkt die Straße. Oh, das geht ja wirklich fix. Das ist erfreulich. Ich frage mich, ach, der Bagger, der will dahin. Ja, das ist okay. So, ich warte hier auf die nächsten Kies- und Asphaltlieferungen. Da kommt was, dass wir das dann hochziehen können. Ich bin jetzt mal so penibel und warte wirklich darauf. Nein, aber er liefert es dorthin. Okay, wahrscheinlich ist das genau dieser Warteeffekt. Das sollte man vermutlich nicht tun. So, wir gucken mal, wie ist hier der Stand? Schaut mal, Öl ist komplett voll. Es war insofern gut, dass wir diese Veränderung gemacht haben. Und er muss jetzt tatsächlich erstmal warten, bis hier weiter produziert wird. Der Rest ist aber in Ordnung. Bitumen wurde auch schon wieder abgeholt. Und 120 Arbeiter sind hier fleißig am Herstellen von Treibstoff. Also das läuft, würde ich sagen. Das läuft. Leute, es ist eigentlich minimal, was hier noch angeliefert werden muss. Deswegen erlaubt es mir jetzt, dass ich einfach hier starte und den Rest so finanziere.
Weil dann können wir nämlich den nächsten Schritt machen. Und zwar, der sieht so aus, dass wir jetzt hier umdisponieren. Und zwar, das ist eine lästige Klickerei, Leute. Das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, geschnitten und euch nicht gezeigt. Aber ich mache es jetzt einmal, weil ich dann gleich das Ding... wegsprengen will. Und dann können wir nämlich noch das Stahllager dort starten. Das wird vermutlich dann auch hier erstmal einen hübschen Stau geben. Aber schaut mal, es geht ja einigermaßen schnell. Und das andere, das werde ich natürlich auch auflösen, unser zweites Konstruktionsbüro, aber das mache ich dann mal ohne euch. Ich denke, das ist nicht so spannend. Das Prinzip ist verstanden worden. So, was aber natürlich wichtig ist, wir müssen hier dann entsprechend natürlich noch Zuweisungen machen. Das ist sogar sehr wichtig. Genau, erstmal Auto-Search alles anmachen und dann müssen wir natürlich hier die Quellen noch zuweisen. Ganz, ganz wichtig. Hier, ganz wichtig, dann haben wir hier unser Bitumen-Ding. Wir haben hier unser Kies. Das ist das Entscheidende und dann haben wir natürlich schon Ziegelsteine. Und wir haben Bretter. So. Und das wär's. Und haben wir schon mechanische... Haben wir das schon im Waren... Ne, wir haben ja auch noch kein... Oh, wisst ihr was? Wir haben auch noch kein Warenhaus für die Bauwirtschaft. Hier ist noch einiges zu klären, Leute. Aber jetzt wird erstmal das geklärt, nämlich das zerstört. So. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Und dann ist das der Ort für unser neues Stahllager. So, Lagerwarenhaus. Und zwar haben wir hier das kleine Freilager. Das dann hier direkt daneben kommt. Das passt eigentlich ganz gut, ja. Das sieht gut aus. Setzen wir dann hin. Ja, und hier warten wir auch erstmal auf die Dinge, die da kommen mögen. Und dann, ja, dann bräuchten wir noch ein Lager für eben diese Baustoffe, die mechanischen Komponenten und so weiter. Das könnte man dann eigentlich konsequenterweise noch hier hinsetzen, falls das passen sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Checken wir das mal. Warenhaus. Ja, es könnte tatsächlich passen. Das wird ohne Zuganbindung auch in Zukunft sein. Obwohl, ich glaube, es passt doch nicht aufgrund... Ach, Leute. Aufgrund der Feldzuwegung dort. Tja, kann man das noch irgendwie verbessern mit dem Feld? Aber es sieht irgendwie nicht so aus, als ob das passen könnte. Was steht hier eigentlich, dieses Ding hier rum? Der kommt irgendwie nicht klar, oder? Der steht da sehr verloren in der Gegend rum. Irgendwo will er hin, wo er nicht hinkommt. Wo will er denn hin? Zur Asphaltanlage. Und warum kommt er da nicht hin? Der müsste doch eigentlich zur Asphaltanlage fahren können. Keine Ahnung, was ihn jetzt verwirrt. Vielleicht muss er tanken und kommt nicht zur Tankstelle. Ne, Treibstoff hat er auch noch. Naja, hoffen wir das Beste, dass das irgendwann noch sich auflöst. Okay, also das Problem Lager ist jetzt noch nicht gelöst. Da muss ich irgendwie noch einen besseren Ort finden. Man könnte es natürlich hier noch in zweiter Reihe machen. Übrigens, durch den Bau habe ich natürlich jetzt verhindert, dass wir hier jemals mit dem Zug rankommen. Ja, das hatte ich deshalb gemacht, weil hier der Strom war. Ja, okay, soweit zu diesem Thema. Man könnte natürlich aber auch Folgendes machen. Man könnte tatsächlich ein zweites Lager, könnte man jetzt hier auf der Seite noch machen. Ja, das würde natürlich gehen. Und da könnte man dann später tatsächlich einen Zug anmachen. Könnte man versuchen, vielleicht noch hinter dem Haus die Straße entlang zu führen oder so. Oh, es brennt schon wieder ein Gebäude. Ich will gar nicht diese Verbindung haben. Aber ich glaube, das hier hinzumachen, ist gar nicht so doof. Das würde das Problem lösen. Wir bauen hier in zweite Reihe. Finde ich gut. Das werde ich allerdings gleich wieder abreißen. Das brauchen wir nicht. Und wo brennt denn hier was? Müssen wir uns da drum kümmern? Fleischlagerung, das ist natürlich schlecht, aber die Feuerwehr sollte
sollte eigentlich schnell da sein. So, jetzt aber hier nochmal kurz die Straße planen. Kommen wir hier oben vielleicht durch? Das war natürlich das Coolste, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Gebäude im Weg. Ja, da kommen wir nicht durch. Da müssen wir hier und hier unten durchgehen. Das geht auch. Das könnten wir dann aber auch gleich in Asphalt planen. Und da halten wir mal lieber an. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen am Terrain arbeiten. Geht aber. Und dann kommen wir hier gut durch. Ja. Ich finde, das ist eine anständige Lösung. Dann, ja, dann wird das vermutlich unser Exportlager und das wird unser Baustofflager. Und vielleicht werden wir es irgendwann mal an unser Gleissystem anbauen. Und die Option halten wir uns durch diesen neuen Standort dann einfach noch offen. Okay, soweit zum Stand der Dinge in Neuesfähr. Das nächste Mal kümmern wir uns wieder um Uelsnitz, denn auch da ist einiges zu tun. Also bis dahin macht's gut, euer Steinwalden.